Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist schon eine gewisse Weise beeindruckend, mit wie viel Werfe die Redner der Opposition hier Zerrbilder zeichnen. Das Zerrbild des Kollegen Herrmann, der uns hier einen Überwachungsstaat skizziert hat, den es ja bei nüchterner Betrachtung, zumindest bei halbwegs nüchterner Betrachtung in Nordrhein-Westfalen so nicht gibt. Das ist gut so, dass es den nicht gibt, weil hier bei uns in diesem Land Freiheit und Privatheit der Bürgerinnen und Bürger geschützt werden. Auf der anderen Seite ist das Zerrbild des Kollegen Golland, der uns von einem Land erzählt hat, wo man sich nicht mehr auf die Straße traut. Und da ist das einzige Mittel, was Ihnen einfällt, eine Politik nach dem Motto, wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten. Und die einzig wahre Reaktion ist leichte Artillerie für jeden Streifenpolizisten. Herr Golland, so können wir doch für die innere Sicherheit in diesem Land nicht arbeiten. Und ich will Ihnen auch gerne noch mal sagen, wer Koalitionsverträge lesen kann, Herr Golland, der ist klar im Vorteil. Denn die Kennzeichnungspflicht, die individualisierte Kennzeichnung für alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in geschlossenen Einheiten, die steht in dem Koalitionsvertrag, den Bündnis 90 Die Grünen und die SPD im Jahr 2012 miteinander geschlossen haben. Das ist so und das wird so umgesetzt. Diese Koalition arbeitet ruhig und gelassen ihren Koalitionsvertrag ab. Und entsprechend wird es auch eine Initiative für die Einführung der Kennzeichnungspflicht geben. Und auch Ihre populistische Forderung nach Strafverschärfung, das habe ich Ihnen immer wieder gesagt in den Debatten, die wir geführt haben über Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Da helfen uns auch Scheinlösungen wie eben diese populistischen Strafrechtsverschärfungen nicht. Wir wissen doch aus der kriminologischen Forschung, und auch Sie sind möglicherweise in der Lage, irgendwann mal sachliche Erkenntnisse zur Kenntnis zu nehmen. Da werden richtigerweise Zweifel angemeldet. Aber potenziell wären Sie ja vielleicht in der Lage, Erkenntnisse aus der kriminologischen Forschung zur Kenntnis zu nehmen und dann auch zu registrieren, dass die meisten Straftaten, über die wir da sprechen, nach wie vor im Affekt geschehen und dass es deswegen Unsinn ist, über Strafrechtsverschärfungen zu schwadronieren. Es ist jetzt so, dass wir in diesem Haus als regierungstragende Fraktionen immer klar eine Haltung artikuliert haben. Und diese Haltung lautet erstens, dass es derzeit keine gesetzliche Grundlage für Bodycams in Nordrhein-Westfalen gibt, dass wir aber zweitens durchaus die bisherigen Modellversuche in den anderen Ländern uns genau anschauen. Das tun wir. Und auf dieser Basis kann man dann entscheiden, ob ein eigener Versuch in Nordrhein-Westfalen, der eben eine eigene gesetzliche Grundlage bräuchte, Sinn ergibt. Und entscheidend ist für uns bei dieser Prüfung, lieber Kollege Golland, dass ein tatsächlicher Sicherheitsgewinn für eingesetzte Beamte und eine Deeskalation in den kritischen Einsatzsituationen nachweisbar ist. Und das ist doch auch der Unterschied zu diesem hessischen Modellversuch. Sie haben ihn schon wieder zitiert, Herr Golland, und er ist schon wieder falsch, weil jeder, der sich einen Modellversuch anschaut, wird doch fragen, wie haben sich die Bedingungen in diesem Modellversuch verändert, als dieser Modellversuch durchgeführt wurde? Und in Hessen war es eben in dem Modellversuch nicht so, dass man einfach gleiche Bedingungen behalten hat und nur die Bodycams haben sich geändert, sondern es sind mehr Kräfte eingesetzt worden, es gab ein anderes Einsatzkonzept und deswegen sind die Zahlen zwar erfreulich, weil wir es gut finden, wenn es weniger Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten gibt, aber diese Zahlen sind doch nicht instruktiv für die Debatte, ob man Bodycams jetzt einführen sollte oder nicht. Und insofern ist das einfach Unsinn, was Sie da immer bezüglich des hessischen Modellversuchs erzählen. Ich finde, man darf aber durchaus auch zur Kenntnis nehmen, dass es aus den Modellversuchen auch Rückmeldungen gibt von eingesetzten Beamtinnen und Beamten, die berichten einerseits, dass sie sich sicherer fühlen, wenn sie eingesetzt sind, aber dass es eben auch Erfahrungsberichte gibt, die davon sprechen, dass es weniger Solidarisierungseffekte gibt. Das heißt also, dass sich weniger Leute einmischen, wenn Beamtinnen und Beamte in eine Lage reingehen, um die zu klären, dass es dann weniger Einmischung von Unbeteiligten gibt.
Das sind Erfahrungsberichte, die wir ja durchaus zur Kenntnis nehmen. Die muss man ja nicht wegignorieren, wenn man die Diskussion sachlich führen will. Und auf der anderen Seite gibt es auch, und die habe ich hier auch immer vorgetragen, gibt es auch gewichtige Kontraargumente, weil es eben durchaus klar sein muss, wenn solche Kameras eingesetzt werden, dann dürfen sie nicht zu einem Vertrauensverlust in die Polizei führen. Vielleicht haben wir da auch einfach unterschiedliche Sichtweise auf Polizei. Für uns Grüne ist das so. Ja, das ist auch gut. Ja, lieber Kollege Gornert, das ist auch sehr gut so, dass wir diese unterschiedliche Sichtweise haben. Für uns Grüne ist es nämlich völlig klar, dass sich Polizei nicht zuallererst mit Misstrauen Bürgerinnen und Bürgern nähern sollte, sondern mit Offenheit. Wir wollen, dass Bürgerinnen und Bürger unbefangen und offen auf Polizistinnen und Polizisten zugehen können. Und wir wollen, dass dieses Vertrauensverhältnis nicht gefährdet wird. Zweiter Punkt. Bodycams müssen tatsächlich einen Beitrag zur Eigensicherung der Beamtinnen und Beamten und zur Gefahrenabwehr leisten. Und das habe ich Ihnen auch schon erklärt, Herr Golland. Wir, und das ist der Punkt, Herr Golland, hören Sie mal zu, vielleicht lernen Sie dann was. Verfassungsrecht. Verfassungsrechtlich ist es so, dass es eine eindeutig geklärte höchstrichterliche Rechtsprechung gibt, die sagt, Strafverfolgungsvorsorge ist nicht Ländersache. So einfach ist das, und darauf bezog sich meine Einlassung in der letzten Runde, wo Sie Bodycams beantragt haben, dass wir hier nicht Bodycams zur Strafverfolgungsvorsorge einführen dürften. Und zweiter Punkt, weshalb ich mich eben bei Ihrem Wortbeitrag auch dazwischen gemeldet habe, es ist auch völliger Quatsch, dass in der Kölner Silvesternacht Bodycams irgendetwas verändert hätten. Wir brauchen, Sie haben eben erzählt, mit Bodycams hätte man einen besseren Überblick über die Lage gekriegt. Ja, Herrgott noch mal, wie groß soll denn ein Polizist sein, der eine Kamera auf der Schulter hat und dadurch Übersichtsaufnahmen anfertigt? Wollen Sie Giraffen mit Bodycams ausstatten oder was soll dieser Quatsch? So. Um es klarzustellen, abschließend, jede Polizistin, jeder Polizist, der im Einsatz verletzt wird, ist einer zu viel. Darauf sollten wir nicht mit Scheinsicherheit reagieren, sondern mit echten, mit wirksamen Konzepten. Und darüber sind wir als regierungstragende Fraktion jederzeit bereit zu sprechen. Und das tun wir. Und dann sollten wir diese Debatte endlich mal versachlichen. Schönen Dank. Applaus